eine Hauptverbindungsstraße. Ich habe ein bisschen Angst. The road is good. Never give up. Die Straße wird schon werden. Ihr schafft das schon mit eurem Auto. Ende im Gelände. No problem, Hakuna Matata. Da ist nur noch ein Berg zwischen euch und dem See. Das läuft schon. Selbst die Einheimischen schwitzen ganz schön auf ihren kleinen Mopeds und wundern sich umso mehr, als sich unser großer Kombi um die Ecke schiebt. Auf. Die letzten 300 Meter auf der Bergpiste. Da geht's lang, meine Freunde. Im Passat. Pola Pola, wie die Einheimischen sagen würden. Schön langsam. Wir sind für alle das Highlight auf der Strecke. So, wir sind nun angekommen, mitten in der Nacht zwar, aber angekommen. Die Jungs vom Campingplatz machen schon mal Feuer, das Hähnchen ist noch kühl, die Zelte werden aufgebaut und wir haben es geschafft nach 5 Stunden Offroad. Ein Polizist bemerkte, als er uns gesehen hat, Jungs, ich denke, ihr seid das einzige normale Auto, was ich je auf dieser Piste gesehen habe. Ja, da können wir ein bisschen stolz auf uns sein, mit unserem